Mein aktuelles Werk ist Alpha Girl und darin geht es um das Mädchen Anna, die eine Spionin ist und für eine Organisation einen Mann des Ehebruchs überführen soll. Und auf dieser Mission geht natürlich nicht alles glatt und sie lernt einen netten jungen Mann kennen, der das Ganze so ein bisschen durcheinander wirbelt. Und so gesehen ist, glaube ich, Alpha Girl so die Quintessenz von dem, was ich selber gerne lese. Es gibt ein bisschen Abenteuer, es gibt ein bisschen Humor, es gibt schöne Mädchen mit fliegenden Haaren und auch eine Prise Erotik. Und ich glaube, wenn man es liest, merkt man auch, dass ich Spaß daran hatte. Und ja, ich freue mich, wenn dann demnächst der zweite Band auch erscheint. Im zweiten Band von Alpha Girl geht die Geschichte natürlich da weiter, wo sie im ersten mit einem Cliffhanger aufgehört hat. Also Wieland und Anna sind quasi noch miteinander beschäftigt. Er ist ja ihr Rivale auch um diesen Auftrag, den sie hat. Und natürlich muss auch noch geklärt werden, was mit Jean und Anna sein wird. Also die beiden haben ja auch irgendwie schon ein bisschen ein Verhältnis, würde ich mal sagen. Und wie wird das quasi ausgehen? Also werden die beiden ein Liebespaar oder passiert da vielleicht gar nichts mehr? Auf jeden Fall wird es ähnlich rasant wie der erste Band. Also es wird wieder Action geben und ich freue mich schon sehr drauf, wenn es veröffentlicht wird. Denn die Geschichte findet ein sehr gutes Ende, wie ich finde.